Hallo und herzlich willkommen, ihr FIFA-Zocker. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer-Zeit im neuen Part mit meiner erste FC Kaiserslautern-Karriere. Zweites Video, wir machen heute hoffentlich das erste Spiel. Und ihr seht, ich bin jetzt hier schon zum nächsten Infofeld gekommen. Und zwar geht es hier um die Konferenzen, Pressekonferenzen vor dem Spiel. Da kann ich loben, motivieren, kritisieren, verstehen oder beruhigen. Und anscheinend hat das jetzt auch mehr Auswirkungen auf das Moralsystem der Spieler und der Mannschaft. Ich habe das in den letzten FIFAs eigentlich immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen ignoriert und außen vor gelassen. Und jetzt hören wir mal rein, was hier so passiert. Okay, das muss ich selber noch lesen. Hat in der Vorbereitung gute Leistung gezeigt. Die Fans hoffen natürlich zum Saisonstart. Ausstellung fürs erste. Wie wirkt sich die Vorbereitung auf die Ausstellung fürs erste Pflichtspiel aus? Der Kader ist stark. Wir arbeiten jeden Tag hart. Ich vertraue meiner Mannschaft. Achso, das hat dann hier ein bisschen Feuer. Das ist hier neutral. Ich vertraue meiner Mannschaft. Der Kader ist stark. Ich sag jetzt mal, der Kader ist stark. Wir sind stark. Wir sind bereit. Und das ist auch mein Spieler, ne, den ich hier erstellt habe. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder sowas. Ist die Meisterschaft für dieses Jahr drin? Ich bin auch ganz knallhart, dass ich sage für diese Saison, wenn ich nicht aufsteige, ist das Thema 1. FCK vorbei. Wir wollen alle Titel gewinnen. Jeder Spieler will Meister werden. Wir sind gut genug, um das Ziel zu erreichen. Was heißt, wir wollen alle Titel gewinnen? Also wollen wir auch DFB-Pokal gewinnen oder was? Jeder Spieler will Meister werden. Wir sind gut genug, um das Ziel zu erreichen. Das ist so ein neutraler Satz. Aber hier, guck mal, da oben geht die Moral geht jetzt hoch. Na gut, das hat natürlich... so guckt man dann. Wir wollen! Wir sind gut genug, um das Ziel zu erreichen. Gott. Stark war in der Vorbereitung schwach. Setzen Sie bei Saisonstart auf Starke. Wer war denn Starke nochmal? Stürmer, ja, ich setze auf den. Habe ich eben gerade in der Aufstellung nochmal eingestellt. Ich spiele mit Starke und Kühlwetter im ZOM. Konkurrenzkampf hat Starke ist ein wichtiger Mann bei Kaiserslautern. Das ist wieder so aus. Das ist wieder so neutral, aber ich sag's einfach mal. Und bei ihm geht jetzt die Moral hoch. Das ist doch schon mal. Das ist schön. Das gefällt mir, das System. Inwieweit sich das auf den Spieler an sich dann auswirkt, ist eine andere Frage. Ja, also das freut mich doch schon mal, eine große Neuerung. Und eine große Neuerung ist, dass ich mit Y auf meinem Xbox-Controller nicht jetzt zu den Mails komme. Oder gibt's hier irgendwie... Ja, oder ich hätte auch hier einfach jetzt hier auf Mitteilung gehen können, aber okay. So, ich bin zur letzten Zeit gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Unterhaching nicht auf der Bank sitzen werde. Antworten. Ich denke darüber nach. Es dreht sich nicht alles um dich. Vor uns liegen wichtige Spiele. Ich glaube, der wird auch eingesetzt. Sagen wir mal, vor uns liegen wichtige Spiele. Er ist glücklich und Hemmlein, der ja auch auf jeden Fall spielen wird. Ich freue mich auf die künftigen Erfolge. Achso, das war quasi der letzte Spieler-Chat. Okay, alles gut. Ja, sehr cool. Das war doch schon mal eine schöne Einstimmung. Ich habe jetzt eine 5-Minuten-Halbzeit eingestellt. Real Madrid holt Pjanic. Ah, okay. Und der Modric schaut ein bisschen traurig schon, weil der weiß, er wird ersetzt. Keine Ahnung. Gut, also Gümper, der neue Trikotsponsor. Und dann haben wir Bjarnason im Sturm. Den habe ich eingesetzt. Der ist nämlich 1,93 Meter. Das ist ein echter... Boah, das ist echt ein fieser Typ. Ja, und Thiele wird auf jeden Fall als Ersatz dann reinkommen im Spiel. Hier alle sind von der Moral gut dabei. Thiele wird später reinkommen, wird sich hoffentlich darüber freuen. Das erste Spiel direkt mal mit Schauer auf Legende und langsam. Heimo Wasserschneider ist der Schiedsrichter. Und ja, ich werde jetzt heute... Ja, ich werde jetzt einfach die ersten Spiele oder mal gucken, nur die Highlights. Ich werde einfach nur Highlights zeigen, die extremen Highlights. Und hoffe, dass es okay für euch ist, wenn ein Tor kommt oder eine extrem gute Chance für irgendeine Mannschaft. Oh, ich muss noch den Kommentator ausstellen. Ja, also viel Spaß und dann sehen wir uns hoffentlich beim Tor wieder. Ich muss niesen. Kaiserslautern. Ich glaube, das war das Stadion, was auch standardmäßig eingestellt war. Ich hoffe, alles ist richtig. Kommentator aus und bis gleich zur nächsten und ersten und überhaupt wichtigen Szene. Oh! Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein.
Oh, was ein geiler Pass auf Hemline, der hier außen ranstürmt. Mal gucken, ob wir hier was reißen können. Der erste Schuss aufs Tor und der geht direkt mal rein. Da sollen wir gleich mit den Jungs hier zusammen feiern. Schön, 1:0 in Führung nach 10 Minuten. Das kann man doch so starten, so eine Saison. Direkt mal zu Hause hier das erste Tor geschossen. Ein Ausrufezeichen gesetzt. Weiter geht's und hoffentlich sehen wir jetzt noch ein weiteres Tor, damit das hier souverän durchgeht. Originalgesichter weiß ich jetzt nicht, wie das hier in der dritten Liga ist. Aber da hat sich einiges bei FIFA 20 getan. In der Bundesliga, die hat extrem nices Feeling. Alle Bundesliga-Stadien sind wohl am Start, bis auf München, wenn ich das richtig verstanden habe. Und weil ja Bayern einen Vertrag mit Pro Evolution Soccer hat, mit Konami quasi. Und in der zweiten Liga hatte ich nur gesehen, da habe ich gehört, dass Stuttgart jetzt auch Originalstadion hat und ja, einige Gesichter da original sind. Also bis in die zweite Liga hat sich da auf jeden Fall was getan. Wie es in der dritten Liga ist, könnt ihr mir gerne Feedback geben. Ich kann das nicht so beurteilen, weil ich die Mannschaften jetzt in echt nicht wirklich verfolge. Große Chance hier für, wer ist das nochmal? Unterhaching. Und da außen zieht Pick jetzt los. Machen unsere Außenspieler hier heute. Das alles klar. Anscheinend noch nicht. Pick war, da war ich jetzt nicht schlau genug. Schön, der Pass wieder auf Pick hier außen. Da scheint es wirklich gut zu laufen. Jetzt wieder mein Standard-Move. Pick! Und Nachschuss! Nein, der fällt aus! Oh, wir kriegen die Kugel nicht rein. Schade. Aber immerhin hier die Ecke, die versuchen wir noch. Bei Ecken hat sich noch nichts verändert, so vom Ablauf her. Aber die Freistöße und Elfmeter sind ja extrem anders geworden jetzt in FIFA 20. Da muss ich dann auch nochmal schauen, aber das hatte ich bis jetzt hier noch nicht in der Variante hier auf dem PC. Der Mensa ist, glaube ich, ziemlich stark hier bei Unterhaching. Nice auf Pick. Pick zieht jetzt in die Mitte. Der geht hier rüber. Ich komme nicht. Shit. Ja, die 60. Minute ist gleich am Laufen. Ja, das hätte auch richtig schief gehen können. Und ich habe eben schon meine Ausstellung so ein bisschen geändert. Habe den Fechner reingebracht für Kühlwetter. Von meinem Stürmer kommt gar nichts. Ich finde, jetzt ist es Zeit für den Thiele, dass er seinen Einsatz bekommt. Und dieser Jonic, oder? Wen bringen wir? Oder Zuck. Zuck ist auch nicht schlecht. Zuck kann auch rechtes Mittelfeld. Pick war eigentlich, Esmail, den fand ich immer gut. Esmail kommt jetzt rein. Ich bin mal gespannt, wie der in FIFA 20 ist. Der hatte bei mir sehr viel gerissen. Aber ich hatte dann auch irgendwann wirklich so viele gute Nachwuchsspieler, die da auch 4-5 Sterne-Skills hatten. Und auf sowas hoffe ich dann noch für die Zukunft. Aber wir fangen ja mit dem an, was wir jetzt hier so haben. Den haben wir schon mal nicht hingekriegt, wo wir hin wollten. Und ich muss auf jeden Fall hier diese Führung jetzt über die Runden bekommen und am besten noch ausbauen mit einem Tor. Das wäre natürlich das Schönste. Schön jetzt auf Esmail. Flanke. Das wäre es natürlich gewesen. Hier direkt den Einstand mit einer Vorlage. Schade, Sternberg kommt da nicht mehr ran. Schöner Pass auf Hemline. Der wieder von hier außen. Der Pass in die Mitte! Der Schuss und das Tor! Starke macht hier den Treffer! In der 70. Wichtig! 2:0! Damit könnten wir das Ding jetzt eigentlich durchhaben. Da müsste jetzt schon viel passieren. Ich habe gedacht, den habe ich jetzt verloren. Aber schön da noch durchgesetzt, den Ball in die andere Richtung und rüber gedrückt in die Mitte. Und da kommt der Starke perfekt an. Als ZOM ist er eingesetzt und hat sich dann hier auch heute bis jetzt gut bewiesen damit. Ein Treffer ist natürlich immer Bonus. Nice. Das wird nicht leicht. Jetzt aber ab nach außen. Deck den Mann. Kopfball zu schwach. Was war das denn bitte für eine Torwartaktion?
unnötig in Schwierigkeiten gebracht, muss man dazu sagen. Ja, aber hier, also das sind auch noch Pässe. Das wird nicht einfach. Das wird keine einfache Saison, das sehe ich jetzt schon. Aber ein Auftaktsieg, den ich jetzt hier gerade fest einplane, noch 5 Minuten, 2 Tore Führung, das sollte auf jeden Fall reichen. Boah, Leute, ich muss hier ein schlimmes Foul begehen, damit hier am Ende nichts passiert. Ah! Oh! Leute, also der Torwart macht sich hier gerade nicht beliebt bei mir. Ganz klare Sache, das seht ihr selber. Thiele! Thiele! Daneben! Ah, naja, Nachspielzeit. Oh, ich habe auch ein Jäckchen an hier heute. Ja, aber okay, das sollte jetzt durch sein. Ja, und da war der Abpfiff und wir haben das Spiel jetzt gewonnen. Es ist dabei geblieben, 2 Tore gemacht. Auftaktsieg in der Saison. Was will man mehr? 2:0 Tore und das auch verdient am Ende. Hemmlein war hier Spieler des Tages mit einer 9,6. Mit Starke. Thiele, Der Bjarnason auch, Also, ich hoffe, dass wir... Interview nach dem Spiel, okay. Und wir können auch einfach weitermachen. Ah ja, mal gucken. Also wir können, wir müssen halt mal gucken, dass wir im Sturm da irgendwie einen Knipser noch am Start bekommen. So. Was kommt da jetzt? Sind Sie zufrieden mit dem ersten Sieg? Naja, komm, kann man das auch überspringen? Ja, kann man. Wie zufrieden sind Sie? Von uns kommt noch einiges. Da ist noch Luft nach oben. Ich sag mal, da ist noch Luft nach oben. Hätte aber jetzt alles hier ein bisschen Bonus gebracht, oder? Ja, komm. Vielen Entscheidungen, ihm nach einer schwachen Vorbereitung eine Pause zu gönnen oder nicht? Hat es sich gelohnt, Starke festzuhalten? Ja, wie man sieht, der hat doch ein Tor gemacht. Im weiteren Fall wird es noch schwerer. Das ist jetzt der Anfang für Starke. Ich will ihn mal nicht zu sehr loben, sagen wir mal so. Ich fand, das war jetzt nicht zu sehr das Lob. Ach, Thiele. Thiele ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Ich war jetzt nicht ganz so zufrieden. Er muss weiter so... Er hat doch nicht mega gut gespielt, oder? Also, wir müssen abwarten. Wir müssen noch ein bisschen warten, was da passiert. Ne? Also, das ist jetzt noch nicht alles so viel hier. Vorschau, nimm im Karrieremodus vor einem Spiel. Okay, habe ich gemacht. Sehr schön. So, also, jetzt kommt das große Dank. Dankeschön. Da muss mehr kommen. Streng dich an, mein Junge. Streng dich an. So, okay, wie geht das jetzt hier weiter? Wir machen nochmal Training an der Stelle. In die Tabelle will ich erst nach 3, 4, 5 Spielen gucken. Das ist jetzt alles noch nichts aussagend. Wir haben jetzt einen Sieg. Wenn wir alles gewinnen oder nichts verlieren, dann werden wir wahrscheinlich aufsteigen, ne? Das kann man schon mal so sagen. Ja, gut, die Tabelle sieht man da unten auch schon grob. Das nächste Spiel ist gegen die Mannschaft, die da das Logo hatte, was ich immer nicht weiß. Sind wir so, ist daran interessiert, Fechner. Fechner geht auf keinen Fall weg. Fechner bleibt. Fechner ist gesetzt. Kann auch gelöscht werden, die Nachricht. Ist alles gut. Das nächste Spiel ist gegen Groß Asbach. Wir machen einmal Speichern. Und sehen uns bei den Highlights zu dem Spiel gegen Asbach. Ich werde da vielleicht noch ein bisschen was an der Aufstellung dran rumkrempeln. Aber im Endeffekt bleibt alles so, wie es ist. Formationstechnisch muss ich mal noch gucken, ob wir vielleicht... Oder wir wechseln auf ein 4-4-2-System. Das wäre vielleicht, weil wir so viele Stürmer haben, auch eine Möglichkeit. Oder, ne, irgendwie sowas. Ansonsten lasse ich das erstmal so und werde dann im Spiel wechseln. Das könnte man auch machen. Ansonsten, ja, waren ja alle ganz gut soweit. Könnten andere auch mal eine Chance bekommen. Also wir werden sehen. Hier der Hemmlein, wie viel kann der besser? Jonic 72. Naja, die sind halt echt noch besser hier alle. Pick, ich fand Pick halt auf der rechten Seite immer ganz gut. Aber, naja. Wer ist denn hier noch? Was kann der denn da? 3 Sterne, 3 Sterne. Hier wäre noch ein ZOM mit einem guten Schuss an sich. Also kann ja eigentlich für einen von denen mitkommen. Wir sehen uns bei den Highlights. Bis gleich. Und
Ja, Leute, also wir sind im neuen Spiel. Es ist jetzt eine Viertelstunde rum. Es gibt hier eine Handfreistoß. Ich habe halt Hand komplett eingestellt. So sehr man sich halt auch aufregt in echt, finde ich, sollte man das auch in FIFA machen, sich aufregen. Ich habe meinen ersten Freistoß. Drücke und halte B oder R, um deinen Stoß aufzuladen. Die Größe der Anzeige zeigt, ja, okay. Sidespin, gemischt, Flattenball, ne, Topspin, ja, wie eigentlich immer, glaube ich. Beim Anlauf des Spiels wird das Timing an. Also ich hatte schon ein paar kleine Chancen gehabt, aber die wollte ich euch jetzt noch nicht zeigen. Jetzt kommt hier das erste Mal der Freistoß, der neue. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Also ich. Learning by doing. Ich schieße jetzt mal von hier direkt drauf. Gemischt. Flatterball. Okay, ich hab jetzt noch mit dem Aufladen hier überhaupt nichts hinbekommen. Also ging der Ball jetzt komplett drüber. Okay, war mein erster Freistoßversuch in FIFA 20. Am PC, ich muss sagen, auf der PlayStation 4 Demo hatte ich ihn einmal gehabt, aber auch einfach direkt losgemacht. Und jetzt wollte ich mal ein bisschen gucken, was da genau hintersteckt. Ich habe es auch nicht hinbekommen. Egal, gut. Gucken wir mal, was das Spiel hier noch so bringt. Und da außen läuft Hemmlein mal wieder. Hemmlein. Ball in die Mitte. Nochmal einen rüber. Und Pick mit dem Schuss und dem Tor. 25 Minuten vorbei. Erster Treffer hier in diesem Spiel. Wir gehen wieder in Führung. Das läuft doch schon mal besser bis jetzt, glaube ich, als die letzte Saison in FIFA 19. Da habe ich sehr viel Frust gehabt, aber das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Wenn wir das hier auch noch irgendwie mit den Runden kriegen, hätten wir ja schon mal einen schönen Anfang. Ja, nochmal die Wiederholung hier. Angetäuschter Schuss, dann mein Klassiker irgendwie in die Mitte, rüber auf die andere Seite. Da ist einer frei und das war Pick in dem Fall. Und der macht hier seinen ersten Saisontreffer. Das ist doch schon mal sehr gut. Sonnenhof, Groß-Asbach, hört sich jetzt auch nicht nach der Mannschaft mit den größten Ambitionen an. Da ist eher Lautern hier der ambitioniertere Verein, in die zweite Liga aufzusteigen, denke ich mal. Ja. Hui! Torwart und raus. Ja, unser Stürmer muss viel nach innen arbeiten. Küverde ballert das Ding einfach mal drauf. Wir kriegen hier wieder einen Freistoß und diesmal in einer richtig guten Position. Ja, da wird noch ein bisschen diskutiert, da wird noch ein bisschen geschoben, da wird noch ein bisschen gemeckert wahrscheinlich auch. Aber das bringt alles nichts. Wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit. Ich versuch's einfach mal. Ah, ich krieg's nicht hin. Kann ich abbrechen? Ich will abbrechen! Scheiße! Ah. Also, ich muss unbedingt mal die Skillspiele machen. Unbedingt mal diese Freistöße trainieren. Ich glaube, ich kann hier was reißen mit diesem neuen Modus, wie das jetzt abläuft. Aber ich bin jetzt halt überhaupt noch nicht drin. Und deswegen müssen wir das spielerisch irgendwie lösen. Ah, dieser Stürmer da. Der muss auch mehr nach hinten arbeiten als alles andere. Und deswegen gibt's da vorne für ihn nicht wirklich was zu reißen, habe ich das Gefühl. Nein! Unser erster Gegentreffer und das ist jetzt auch noch der Ausgleich hier in der zweiten Halbzeit. Ich habe ein bisschen umgestellt auf den 4-4-2 und die Heimmannschaft ab in die Kamera, macht hier den Ausgleichstreffer. Ärgerlich. Ärgerlich, zumal ich vorne gut was reißen konnte und es nicht geschafft habe. Und dann kommt der hier hinten frei zum Kopfball. Das war unnötig, ärgerlich und muss jetzt irgendwie wieder kompensiert werden. Wir brauchen Siege, 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 weil Aufstieg, 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 Sieg, 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 ne? Schön, der Ball auf Hemmlein wieder. Jetzt! Pick! Ah, der Schuss sitzt nicht. Schön, der Ball auf Starke. Der hat es doch schon im letzten Spiel auch schon mal geschafft. Sieht hier nicht nach einem Elfmeter aus. Aber alles noch gut. Aber Leute, jetzt muss was kommen. Es muss was kommen, wenn wir hier aufsteigen wollen. Muss was kommen. Oh, die frickeln sich da ein zurecht im Strafraum. Und dann kriegen wir nichts gebacken. So wird das nichts. Komm, komm, Starke! Und den muss er machen, sehr schön. Am Ende klingelt es dann doch 1-2, der Führungstreffer. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, ich bin ein bisschen erleichtert jetzt und das muss ich jetzt irgendwie durchhalten.
Hier der Pass nach vorne. Ich habe schon gedacht, wie macht der denn das jetzt? Macht er überhaupt was? Der Torwart steht da, macht nichts mehr. Gut, aus der Entfernung, was will er da noch machen? Starke, zweiter Treffer. Manfred, Manni, macht seinen zweiten Treffer hier in der Liga. Vielleicht wird das unser neuer Goalgetter. Mal schauen. Okay, da war noch einer. Was macht der da hinten? Hat er sich die Schuhe gebunden? Oh, was war das denn? Das muss ich ja ausnutzen. Hemmlein, Hemmlein. Einfach mal wieder rausschießen, aber immer in die Ecke rausgeholt. Ja, komm, ist okay. Kann man mal so machen. Hier mal kurze Ecke. Das geht wie gehabt. Rüber flanken. Da ist keiner. Der ist im Abseits, aber ist nicht so schlimm. Starke nochmal. Und der geht aber weit vorbei. Schade, schade. Es ist nochmal richtig heiß hier. Ja. Schade. Boah, Glanztat hier von Grill noch im Spiel, kurz vor Ende. Also, Lautern, ja, wir kassieren jetzt hier nochmal eine Ecke. Hoffen, dass wir den hier befreien können. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt noch irgendwie diese Minute rumbekommen, damit wir diese drei Punkte sicher einfahren können. Hier gibt es nochmal einen Einwurf für Groß Asbach. Aber das sollte es dann auch gewesen sein. Sehr gut. 6 Punkte aus den ersten beiden Spielen. Das ist solide. Das ist wichtig. Und ja, gerade noch so, sagen wir mal so, den Deckel drauf gemacht. Ja, aber auch verdient am Ende. Manfred Starke 8,5. Thiele hat eine 8,1. Also mein Bjarnason hat eine 8,1 auch. Aber ich habe ein schlechteres Feeling bei denen. Deswegen wird Thiele in Zukunft vor Bjarnason sein. Das wird dann der Ersatz wahrscheinlich werden. Müssen wir mal gucken. Das ist halt eigentlich so ein Stürmer, den man dann anspielen will. Mit Flanken, mit hohen Bällen. Bei 1,93 Meter. Aber jetzt geht es erstmal ins Interview. Bitte sehr. Ich komme gerne ins Interview. Haben Sie das entscheidende Tor? Sie haben das entscheidende Tor gemacht. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Sie haben das entscheidende. Ich habe das doch gar nicht gemacht. Also, wir waren das bessere Team. Wir hätten das Spiel entscheiden müssen. Ich komme aufs nächste Spiel. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Wir waren das bessere Team. Fertig, aus. Haben Sie entscheidende Tor gemacht? Hatten Sie für ein Spiel einen Zweifel? Das sind ja komische Fragen. War der Sieg je gefährdet? Ja, ich hatte Zweifel. Ich bin einfach mal ehrlich. Ich hatte Zweifel zwischenzeitlich. Ja, okay, dann geht die Moral natürlich runter. Ja, ist klar. Man muss auch mal die Wahrheit sagen können. Ne? Das ist nicht hier alles Friede, Freude, Eierkuchen, das Leben. Wie schwer war es, Groß Asbach an den Chancenverwaltungen zu hindern? Wir haben unser Spiel gemacht. Leicht war es nicht. Ne? Es war nicht leicht, das muss man auch wiederum sagen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, komm, wir gehen jetzt nur auf Moral oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn ich weiß, was das für Auswirkungen hat, meine Antwort, dann kann ich eigentlich die ganze Zeit so antworten gehen, dass die Moral hoch ist. Oder was bringt das andere dann, frage ich mich. Keine Ahnung, ich muss das erstmal in Ruhe irgendwie rekapitulieren, was da los ist. Wir sind auf Platz 2, wie man sieht, also wir haben jetzt doch mal auf die Tabelle rübergelinst. Aber ja, das nächste Spiel ist gegen die Schanzer. Und das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Ich werde hier mal direkt umstellen. Der geht raus. Der geht rein. Dann habe ich noch gesehen, ich habe ja diesen Skalatidis. Der scheint ja ein bisschen besser als Esmel zu sein. Deswegen wird der erstmal rausgehen. Und eigentlich brauche ich auch einen ZOM dabei. Wobei dann hier einer von den beiden weggehen kann. Und ich tendiere eher zu dem Bachmann. Dass der Gütschütök er mitkommt und dann die anderen auch mal irgendwann ihre Einsätze bekommen, aber eins nach dem anderen, peu à peu, pü de pü und hier und da und tralala, ja, bin ich mal gespannt, wann auch unsere Scouts das erste Mal Talente entdecken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und dann geht's hoffentlich bald weiter. Macht's gut, bis dahin erstmal ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.